Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 hier auf Rockkartoffel LP. Wir sind auf dem Schiff stehen geblieben. Ich musste gerade tief Luft holen und müssen gucken, wie wir denn vielleicht irgendwie bei den Präsidenten in die Bude kommen. Wie geht denn das? Wie kriegen wir das denn hin? So. Ja. Ja, doch. Gehen wir doch einfach mal... geht gar nicht. Oder wie? Hä? Wie kommen wir jetzt da rein? Also die sind... Theoretisch sind die in diesem Stockwerk. Das heißt, wir müssten vielleicht eventuell da rein. Aber nee, das geht nicht. Da kommen wir nicht rein. Wir gucken mal gerade. Ich müsste gucken, ob denn... unten jetzt vielleicht irgendwie diese Tür offen ist, was ich aber nicht denke. Nee, die ist immer noch zu. Das. Oh mein Gott, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Der direkte Weg da rein ist scheinbar dann auch versperrt. Nein! Nochmal nach oben! Danke. So, gucken wir mal weiter. Der scheint da oben seinen Spaß zu haben. Können wir vielleicht... Nee, können wir auch nicht. Da ist ja dann Ende im Gelände. Ganz oben einfach lang gehen, dass wir sozusagen da hinten rauskommen, wo ich jetzt in die Richtung geguckt habe, aber irgendwie... Ja, sie sind so nah und doch so fern, dass wir ihnen nichts antun können. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht irgendwie interagieren können. Nö, scheinbar momentan nicht... Hä, wie machen wir das denn? Ja, so schwer kann das doch wohl nicht sein jetzt. Kannst du ja keinem erzählen, was hier so abgeht. Kannst du ja keinem erzählen. Präsident Rufus, lassen Sie dich hochgehen. Also so ganz verstehen muss ich das ja nicht. Ich frage einfach mal nochmal alle, die zu unserem Team gehören, was die denn dazu sagen. Das hilft uns wahnsinnig viel weiter. Sehr gut. Das da oben war der, der uns was andrehen wollte. Von wegen, hey, kauf mal hier so ein bisschen was und dann guckst du mal da noch und dann funktioniert das schon. Hey Rocky, hast du Barrett gesehen? Ich hoffe, du erstellst keine Dummheiten an. Ja, wir haben doch Barrett gesehen. Jetzt haben wir ihn doch gesehen. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, verstecken Sie sich nicht irgendwo hier? Wie soll ich das wissen? Ach, ich... Und du? Ich arbeite schon verdammt hart und du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Er wird uns eh nur herumkommandieren. Das würde er vermutlich tun, aber ich würde gerne wissen, ob und wie ich denn hier hochkommen kann. Und ob ich das überhaupt kann oder ob ich jetzt schon an die Substanz rankomme. Und, Alles ist gerade ein Rätsel für mich. Hat es irgendwas mit dem Ding hier auf sich? Kann das irgendwie runterfahren, hochfahren, keine Ahnung was? Ich muss doch hier irgendwo reinkommen, oder? Wahrscheinlich ist Red da oben das Ziel, beziehungsweise die Lösung aller Probleme und ich check's gerade irgendwie nicht. Sie sind so nah und doch können wir ihnen nichts antun. Wie kann er einfach so lachen? Wegen ihm! Watch, Jesse. Gott, ich halte nicht mehr aus. Ich mach das jetzt und hier. Notfall! Alarm! Es wurde eine verdächtig aussehende Person gesichtet. Alle ohne besonderen Auftrag durchsuchen das Schiff. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole, es wurde eine verdächtig aussehende Person an Bord gesichtet. Alle ohne besondere Aufgabe durchsuchen das Schiff. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Verdammt! Haben Sie uns gefunden? Hey, das sieht nicht so aus, als ob wir gemeint sind. Meinen Sie vielleicht Tifa und die anderen? Beweg deinen stacheligen Hintern und lass uns gehen, Rocky. Barrett? Ich hab denn die ganz dumme Befürchtung, dass hier irgendwas mit Sephiroth am Werke ist. Wenn das der Fall ist, gehe ich dann wohl doch lieber nochmal speichern.
Anders ist mir das nämlich ziemlich ungeheuer. Oh, ja, natürlich. Wir sollten warten, bis die Steckkart-Dingens, bis das alles funktioniert. Ja, ich würde es gerne auf Rocky. Perfekt, vielen Dank. Damit wäre ich auch schon fertig. Und wieder runter. Sie sind alle nicht mehr da. Red ist weg. Tifa da oben drauf ist weg. Ah, jetzt kommen sie wieder alle zusammen. Alle in Ordnung? Alles in Ordnung. Hä? Es sind alle da, oder? Hey, warte. Meinst du nicht, dass dieser verdächtige Typ... Sephiroth? Wirklich? Wie zum Teufel soll ich das wissen? Lass uns das herausfinden. Das ist doch das Nächstliegende. Also, wer geht? Ich nicht. Ich kann Sephiroth sowieso nicht ausstehen und außerdem... Oh. So, jetzt müssen wir unser Team zusammensetzen. Das ist doch schön. Ich würde sagen, wir nehmen schön... es ist jetzt natürlich schwierig. Für Barrett haben wir auf jeden Fall noch was Neues. Für Eris auch und für Tifa auch. Und wir nehmen mit... Eris. Aus dem einfachen Grund, weil ich die sowieso noch ein bisschen leveln möchte. Und ich denke, dass das irgendwie so funktionieren könnte. Wenn nicht, bin ich jetzt wohl am Arsch. Sephiroth. Okay, dann los. Auf, hinein in mich. Wir rüsten zunächst aus. Hier, Barrett. Sturmgewehr bekommt die Kanonenkugel. Haben wir da vielleicht noch irgendwas, was ihn verbessert? Oh ja, oh ja, oh ja. Mithril-Armband, das bekommt er doch direkt mal. Silberbrille, Dunkelheit, Stärke plus 10, Anti-Gift, Powergriff. Den legen wir Barrett an. Gucken mal, was er alles mitnehmen kann. Oh, Moment. Nein! Wir haben fast keine Substanzen da. Warum habe ich keine Substanzen gekauft? Schutz. Gift. Und erkennen. Was habt ihr denn? Feuer und alle. Jetzt sag mir nicht, dass Eris gar nichts mehr hat. Ja gut, die kann sowieso nur eins machen. Das bringt uns nicht besonders viel. Feuer hat Barrett. Feuer hat er. Gift hat er. Erkennen. Schutz. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Das heißt, wir haben... Scheiße, wir haben keinen Heal. Es sei denn, wenn Eris ihr Limit erreicht hat, was sie erreicht hat, dass sie uns dann alle healen kann. Aber ob das jetzt so viel bringt, können wir vielleicht noch mit irgendwem tauschen? Diese Kleider sind mir zu eng. Können wir tauschen? Oh mein Gott. Gott sei Dank. So, tauschen wir gerade nochmal tiefer. Substanzen. Gehen wir hier drauf. Wiederherstellen. Hauen wir... Ach, komm. Hauen wir raus. Feuer, Fernwirkung. Ne, eigentlich brauchen wir ja nur wiederherstellen, wa? Die kann ja sowieso nur eins... So, und jetzt sprechen wir den nochmal an. Jetzt tauschen wir nochmal. Und zwar Tifa gegen Eris. Und dann bekommt Eris die Substanz wiederherstellen. So sieht's aus und nicht anders. Was ich jetzt aber auch noch... Oh Mann, ich könnte noch so viel gucken. Ah ne, das war er. Ihm habe ich auch noch was nicht ausgerüstet. Oder? Warte mal. Hä? Angriff! Ja, wusste ich doch. Das verbessert die Stats auch nochmal. Gut. Dann dürfte das jetzt so stimmen. Nein, jetzt kann ich ihr doch wieder Saufi geben. Oh. Gut. Kommando nochmal zurück.
Fail-Folge for the win. Gut. Ja, ja, wir können gerne tauschen. So. Jetzt haben wir wieder Tiefer dabei. Substanz, Tiefer. Feuer und Fernwirkung. So, dann haben wir jetzt wieder drei Substanzen frei. Für sie, für Eris haben wir jedoch fünf, glaube ich. Das bedeutet, wir nehmen noch... Hat die auch schon irgendwelche Dinger? Testen wir doch einfach mal. So, rein aus Spaß, jetzt wo wir gerade dabei sind, können wir auch gerade die Folge damit verbringen, alles so ein bisschen umzustellen. Ich habe nämlich irgendwie... Werfen hat die. Ja, da war auch sau viele Slots frei, kann das sein? Bin ich mal gespannt, was die denn so bringt. Gut. Red hat noch Substanzen bei sich. Na toll, jetzt, na, super. Ach so, nee, okay. Ich bin gerade total verwirrt. Substanz. Red. Eis erkennen, stehlen. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch zwei. Nehmen wir Element. Element lassen wir dem am besten. So, dann nochmal zurück, Marsch. Nochmal mit Tiefer reden. Jetzt haben wir es aber. So, dann nehmen wir Eris. Wechseln die Substanzen. Und zwar... Was hat sie da? Wiederherstellen. Und Eis sowie Feuer. Wiederherstellen wir mal hier drauf. So, dann machen wir hier Eis. Machen wir hier Feuer. Und Fernwirkung. Und dann hier noch Eis und Schokomok. Gut. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Wir gehen runter und gucken uns genauer um. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tür jetzt offen ist. Ja, die Tür ist frei. Wir kommen an die Substanz ran. Und ein Kampf! Natürlich. Gegen was kämpfen wir dann? Achso, gegen zwei von denen. Okay, das ist ja... Stimmt ja, wir haben ja jetzt neue Waffen. Stimmt, habt ihr vollkommen recht. Hab ich gerade wieder mal nicht bedacht. Limit ist heilender Wind, genau. Zauber machen wir doch mal. Feuer. Jetzt schlafen die beide oder wie? Das ist ja irgendwie eklig. Das ist aber richtig eklig. Hau den mal raus. Todesstoß! Gucken Sie mal an, was da an die Rand kommt, meine Lieben. Bumm. Und jetzt müssten die anderen sogar wieder wach sein, wenn ich das richtig verstehe. Oh mein Gott, warum hat das der eine überlebt? Barrett ist damit wieder wach. Gibt ihm damit voll eine mit. Und wir haben das Ding. Aber scheinbar hat Barrett jetzt keine Fernkampfwaffe mehr. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Wenn wir denn jetzt gegen etwas spielen, was nicht besonders gut ist. Ich guck mal gerade, wir haben... Also was auf nicht besonders gut ist, bedeutet so viel wie es ist weiter weg. Wir haben gerade Augentropfen bekommen. Löscht Dunkelheit. Heißt das also, wenn wir diese Z, also dieses Schlafenzeugs haben, kann das wegmachen? Oh, wir haben Substanz alle erhalten! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Substanz! Eris, was haben wir denn von der... Wiederherstellen könnten wir da machen, aber nein!
Schwierig, schwierig, schwierig. Fernwirkung. Stellen wir die denn weiter hinten hin? Könnte schon gut sein, ne? Und die hat leider nur einen Slot. Ich guck mal gerade noch. Was hat er denn? Feuer und alle. Dann heißt das, er hat Blitz und alle. Okay, nee, 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 nee. Wir lassen die letzte alle Substanz schön so, wie sie ist. Und gehen in den nächsten Raum. Und hier sage ich, ich hoffe, dass ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn es dann weitergeht mit Final Fantasy VII hier auf Frau Kartoffel LP. Ich hoffe, euch ist es genauso spannend wie mir. Ist es genauso spannend, das ist wieder wundervolles Deutsch. Ihr findet es genauso spannend wie ich. Und damit sehen wir uns dann auch morgen wieder, wenn wir wieder Let's Play Final Fantasy tun und machen. Einen wunderschönen Restnachmittag wünsche ich euch. Auf Wiedersehen, bis morgen.